Hallihallo, ihr Lieben. Ich bin die Patricia. Ich zeige dir, wie du Business und Gesundheit vereinen kannst und dir dabei ein Leben aufbaust, von dem du bis jetzt nur träumen kannst. Heute sprechen wir über Zuckerverzicht. Wie du ganz einfach auf Zucker verzichten kannst. Ich habe ja gestern, vorgestern, hallo Elena, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ein Reel dazu gemacht, wie das, oder das ist im Prinzip, was passiert, wenn du 4 Wochen auf Zucker verzichtest. Und es ist natürlich einiges, ja. Deine Konzentrationsfähigkeit nimmt zu, dein Geschmack verändert sich, du wirst vermutlich vielleicht sogar Körperfett reduzieren, du wirst merken, dass du vielleicht besser schläfst, du wirst merken, dass es dir allgemein besser geht und dass dein ganzes Allgemeinwohlbefinden besser ist, dass du weniger Stimmungsschwankungen hast. Der Andi stellt mir gerade noch ein Licht hin, voll nett, Dankeschön. Und jetzt, heute sprechen wir drüber, wie du das ganz einfach erreichen kannst. Weil ich glaube, für viele ist es einfach eine Hürde, die sagen, auf Zucker verzichten geht auf gar keinen Fall, das schaffe ich gar nicht. Ich habe viel zu viel Heißhunger. Oh, das blendet voll. Danke. Ich habe viel zu viel Heißhunger. Ich komme da überhaupt gar nicht klar. Das geht vielleicht eine Woche gut, geht vielleicht noch eine zweite Woche gut, aber irgendwann breche ich ein. Es klappt einfach nicht. Und heute gebe ich dir einfach Tipps, wie du das Ganze relativ entspannt machen kannst. Ohne dass du eben mit dir selber ständig einen Kampf hast und immer das Gefühl hast, es ist viel zu hart, du kannst es nicht durchhalten. Ich meine, Zucker an sich ist, glaube ich, jedem hoffentlich bekannt mittlerweile, dass es dich, hallo Kerstin, schön, dass du dabei bist, dass es dich auf Dauer krank macht. Zu viel davon, definitiv, ja. Vor allem, wenn du tagtäglich in jeder Mahlzeit irgendwas mit Zucker isst, dich aber auch wenig bewegst. Heißt, deine Speicher auch einfach gar nie leerst, viel zu wenig Sport machst, in Kombination mit einfach zu viel Zuckerkonsum ist, glaube ich, hoffentlich mittlerweile jedem klar, dass das eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft ist und dass wir deswegen einfach auch so viele, ja, Gesellschaftskrankheiten, Zivilisationskrankheiten eben haben, wie zum Beispiel eine Insulinresistenz, über die ich immer rede, bis hin zum Typ-2-Diabetes. Davor kommt vielleicht noch eine Fettleber. Aber auch Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Beschwerden, all diese Dinge lassen sich einfach auf einen ungesunden Lebensstil mit zurückführen, wo meistens einfach der Bösewicht tatsächlich der Zucker ist. Ja, wir wollen den Zucker nicht immer verteufeln. Es gibt natürlich auch noch andere Umstände, die dich krank machen können. Giftstoffe, Einflüsse von außen, Umwelteinflüsse, ungesunde Fettsäuren, all das gehört natürlich auch mit dazu. Aber bei ganz vielen ist es halt einfach die Menge an Kohlenhydraten, die Menge an ungesunden Kohlenhydraten und Zucker, die konsumiert wird, für das, dass sich einfach viel, 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 viel zu wenig bewegt wird, ja, um das Problem mal so runterzubrechen. Und wie kannst du jetzt, gehen wir gleich mal rein ins Thema, wie kannst du jetzt schaffen, auf Zucker zu verzichten, ohne dass es für dich eine Qual ist. Ja? Also grundsätzlich habe ich einfach immer wieder das Problem bei den meisten Menschen, die sagen, ich habe viel zu sehr Heißhunger. Also ich habe Heißhunger und ich kann da nicht widerstehen. Also ich kann da nicht gegen angehen. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das hatte ich früher auch immer das Problem. Das liegt an deinem Blutzucker. Wenn du aber lernst, deinen Blutzucker zu kontrollieren, deinen Blutzucker so stabil wie möglich zu halten, dann hast du schon mal viel weniger Heißhunger. In Kombination damit lernst du, die richtigen Lebensmittel zu wählen. Das ist mein Punkt heute Nummer 1, wie du Zucker leicht reduzieren kannst, beziehungsweise auf Zucker ganz, ganz leicht verzichten kannst. Ja, meine Überschrift ist irgendwie komisch, da sind ein paar zu viele Kommas drin hier auf Instagram. Aber ist egal, Hauptsache man weiß ungefähr, worum es geht im Live. Genau, also wähle die richtigen Lebensmittel. Was meine ich damit? Naja, natürlich keine zuckerhaltigen Lebensmittel, das ist hoffentlich klar, sondern ganz viel Gemüse, Ballaststoffe, gesunde Fette und Eiweiß. Ja, das ist im Prinzip, sollte diese 3 Dinge sollten immer Bestandteil jeder deiner Mahlzeiten sein. Also wenn du dir vorstellst, es ist dein Teller und die Hälfte deines Tellers sind Salat, Gemüse, Ballaststoffe, dann kommt eine Portion gesunde Fette und eine Portion Eiweiß, die du einfach mit dazu isst. Das wird zu jeder Mahlzeit, ja. Du brauchst keine Mahlzeit essen, in der kein Eiweiß ist. Das ist eigentlich keine richtige Mahlzeit. Das ist einfach, das ist Quatsch, ja.
Das heißt, wirklich schauen, dass du diese drei Komponenten in jeder deiner Mahlzeiten integrierst. Und davon isst du dann 2 bis 3 Mal am Tag so eine Mahlzeit. Und das reicht dann auch schon. 2 Mal, wenn du Intervallfasten machen möchtest. 3 Mal, wenn du dich einfach normal ernährst und sagst, ich brauche meine 3 Mahlzeiten, ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Dann nutzt du einfach diese Faustformel, nenne ich sie immer, für eine gesunde Mahlzeit. Nutzt du einfach, ja, um sozusagen auf Zucker zu verzichten, ganz einfach gesagt, ja. Weil wenn du automatisch so isst, dann hast du da ja gar keinen Zucker drin, weil dann sind das alles natürliche Lebensmittel und dann hast du da eigentlich nur den Zucker, den du einfach, naja, im Gemüse natürlich, ja, ganz natürlich mit drinnen hast. Dann kannst du natürlich noch, wenn du sagst, du möchtest nicht auf Kohlenhydrate verzichten, was absolut natürlich nicht nötig ist, kannst du noch gute langkettige Kohlenhydrate mit einbauen. Zum Beispiel, was meine ich mit gute langkettige Kohlenhydrate? Eine Süßkartoffel, stärkehaltiges Gemüse, Quinoa oder auch mal Hülsenfrüchte, wenn du das gut verträgst. Pellkartoffel, ja, Kartoffel auch. Besser ist sogar noch die Süßkartoffel, die hat einfach mehr Nährstoffe, eine höhere Nährstoffdichte. Die hat zwar ein paar mehr Kalorien, das ist aber gar nicht schlimm, aber sie bringt dir auch mehr Nährstoffe und somit in der Regel steigt der Blutzucker mit der Süßkartoffel nicht ganz so weit nach oben wie mit einer normalen Kartoffel. Oder du kannst natürlich auch immer, ein toller Trick mit Kartoffeln, geht auch mit Reis, einfach am nächsten Tag erst essen. Also einfach kochen, also kalt lassen werden, stehen lassen, vielleicht den Kühlschrank packen, am nächsten Tag nochmal erhitzen, hast du auch einfach einen kleinen wenigeren Kohlenhydratgehalt, als wenn du sie einfach frisch kochst. Genau. Nüsse sind natürlich auch eine gute Möglichkeit, gutes Beispiel. Nüsse kannst du noch mit einbauen, wären zum Beispiel gesunde Fette, die du mit in deine Mahlzeit integrierst, je nach Nüsse, die haben auch einen tollen Eiweißgehalt. Das heißt, wenn du einen Salat isst, wenn du Gemüse isst, kannst du natürlich immer ein paar Nüsse einfach drüber streuen. Oder wenn du wirklich mal einen Snack brauchst, ich sage immer, hey, snacken muss nicht unbedingt sein, ist nicht wahnsinnig gut für deinen Blutzucker, weil jedes Mal, wenn du was isst, auch wenn du nur eine Handvoll Nüsse isst, dein Blutzuckerspiegel wird sich immer ein bisschen bewegen. Das heißt, wir wollen eigentlich auf Snacks so gut wie es geht verzichten, auch wenn wir auf Zucker verzichten wollen und wenn wir aus unserer Insulinresistenz rauskommen wollen. Also Pommes, das ist, glaube ich, klar, dass das nichts Gutes ist für unseren Körper. Da haben wir zwar Kartoffeln, ja, aber die sind natürlich in ganz viel Transfett gepackt und sozusagen, ich sage immer, Pommes sind vergiftete Kartoffeln. Kann man natürlich hin und wieder mal essen, gerade vielleicht mal so ein bisschen Süßkartoffelpommes, wenn du zum Beispiel einen Burger ohne Brot isst, das mag ich schon auch gerne, aber es sollte halt nicht, ein-, zweimal die Woche Pommes auf den Teller kommen. Da sind einfach wahnsinnig viele Transfette drin, die eben auch deinen Körper auf lange Sicht gesehen, wenn du zu viel davon konsumierst, natürlich definitiv krank machen. Butter ist eine super Sache, wäre auch, würde ich jetzt auch bei gesunden Fetten einstufen, vor allem wenn du halt gute Butter nimmst. Ja, am besten so eine irische Weidebutter oder so, mag ich vom Geschmack her sowieso am liebsten. Und da weißt du halt auch, da tust du deinem Körper auf jeden Fall was Gutes. Heißluftfritteuse, ja, bin ich trotzdem raus. Da bin ich nicht so der Fan von Pommes. Also, wähle die richtigen Lebensmittel. Fassen wir nochmal zusammen. Ganz viel Gemüse, Gemüse, Salat, Ballaststoffe, gesunde Fette und Eiweiß. Ja, was sind gesunde Fette? Zum Beispiel eine Avocado kannst du mit einbauen, Olivenöl, Avocadoöl, aber auch Lachs, Hering, Makrele. Da hast du dann natürlich auch gleich das Eiweiß mit dabei. Tipptopp. Wenn du Fisch isst, wenn du es nicht magst, kannst du natürlich auch, wenn du sagst, du bist irgendwie ohne Fleisch unterwegs, ohne Fisch, du bist vegetarisch, vielleicht sogar vegan unterwegs. Ein Tempeh wäre zum Beispiel auch eine tolle Eiweißquelle. Tofu bin ich nicht so der Fan. Tofu, grundsätzlich Soja, macht einfach sehr viele Entzündungen im Körper. Kann man natürlich schon auch mal essen, aber ich mag dann lieber so den Tempeh. Obst, genau, Obst ist eigentlich eine Sache, die gehört zu Zucker. Also Obst ist gleich Zucker. Ja, da gibt es halt leider auch keine... Das kann man sich auch nicht schönreden, das ist leider so. Heißt natürlich nicht, dass du dein Leben lang auf Obst verzichten sollst. Aber wenn du sagst, du machst mal einen Zuckerverzicht über eine längere Zeit, würde ich dir mal empfehlen, einfach dich vielleicht auf das Obst zu konzentrieren, das weniger Fruchtzucker hat. Zum Beispiel Beeren, ja, Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren. Das sind ganz tolle Obstquellen, die wahnsinnig wenig oder die sehr wenig Fruchtzucker haben. Die kannst du sogar eine kleine Handvoll auch am Morgen essen, ohne dass der Blutzucker wirklich ins All stößt oder ins All hoch geht, sondern wirklich
wirklich ganz gemütlich trotzdem mit dazu essen. Und ansonsten sage ich immer, Obst dann einfach klug einsetzen, nämlich ans Ende der Mahlzeit setzen, als Dessert ein Stück Obst essen und es einfach als solches auch betrachten, weil es ist ein Dessert. Es ist im Prinzip wie ein Stück Kuchen, ja, was mit der Verstoffwechselung zu tun hat, ja. Beeren mit Müsli, genau. Beim Müsli bin ich halt am Morgen auf jeden Fall raus, auch wenn du dein Müsli selber machst. Ich empfehle dir echt immer, ein Frühstück zu starten ohne Kohlenhydrate, auch wenn du sagst, du möchtest auf Zucker verzichten, würde ich dir das auf jeden Fall anraten. Probier es einfach mal aus, weil du am Morgen nicht gleich auf die Blutzuckerachterbahn aufsteigst. Bedeutet, wenn du am Morgen gleich Kohlenhydrate isst, ein Müsli isst, auch wenn da kein zugesetzter Zucker drin ist, aber selbst wenn Haferflocken drin sind, was ja in den meisten Müslis irgendwie drin ist, dann hast du gleich am Morgen einen erhöhten Blutzuckeranstieg. Ja. Und wenn du aber ein Frühstück hast, nur mit gesunden Fetten und Eiweiß, dann hast du da schon mal die halbe Miete, weil dann steigst du nicht gleich am Morgen auf die Blutzuckerachterbahn auf. Dein Blutzucker steigt eben nicht so stark an, wie wenn du Kohlenhydrate frühstücken würdest. Und somit hast du es über den Tag verteilt schon mal viel, viel leichter, weiterhin noch auf Zucker zu verzichten. Weil was passiert jedes Mal, wenn dein Blutzucker sehr stark ansteigt, auch wenn du zum Beispiel Obst frühstücken würdest oder so, er fällt dann auch stark wieder ab oder stärker, steiler wieder ab. Und an der tiefsten Stelle deines Blutzuckers bekommst du wieder Hunger oder sogar auch Heißhunger. Und dann ist es halt der Moment, wo du dann wirklich stark sein musst, ja, und das schaffen eben viele einfach nicht, dass du einfach dieses Gefühl hast, du hast Heißhunger, du brauchst unbedingt was zu essen, du kannst nicht ohne, du musst jetzt was essen. Und dann sind es natürlich meistens auch Dinge, auf die du dann Bock hast, die halt weniger gesund sind. Also dein Körper verlangt dann wieder weiter nach Zucker und so weiter, ja. Das heißt, wirklich ein Frühstück zu starten ohne Kohlenhydrate, nur mit gesunden Fetten und Eiweiß, ist wirklich der Knaller und der Gamechanger, wenn du sagst, du möchtest auf Zucker verzichten, du möchtest dich gesund ernähren, du möchtest aus deiner Insulinresistenz rauskommen, kann ich dir das einfach nur wirklich mal ans Herz legen. Und viele sagen dann, die das noch nie gemacht haben, die sagen, boah, dann wäre ich ja gar nicht satt. Von was soll ich denn satt werden? Ich werde doch von den Kohlenhydraten satt. Das ist aber wirklich Käse, weil die Kohlenhydrate machen dich nicht satt. Was dich satt macht, ist das Gemüse, die gesunden Fette und das Eiweiß. Und wenn du das mal über einen längeren Zeitraum machst, dass du wirklich nur gesunde Fette und Eiweiß frühstückst, dann tatsächlich wirst du merken, du bist sogar länger satt. Genau, Eiweißbrot ist natürlich auch eine coole Sache. Idealerweise natürlich selber machen oder darauf aufpassen, was du kaufst, weil ganz oft ist natürlich in so einem vermeintlich gesunden Eiweißbrot auch ein Haufen anderer Schrott drin, den wir eigentlich nicht wirklich in unserem Körper haben wollen. Das heißt, da wirklich aufpassen, was du da auch kaufst. Und dann ist natürlich ein Eiweißbrot auch mal mit Käse, mit Butter, mit bisschen Gemüse oder Rohkost. Das ist natürlich eine sehr coole Wahl, mag ich auch. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Frischkornbrei nach Bircher, da hast du halt auch wieder Körner, ja, Gluten, Kohlenhydrate. Wie gesagt, kann jeder für sich selber entscheiden. Meine Kunden fahren sehr, sehr gut, ein Frühstück zu nehmen, ohne Kohlenhydrate, nur mit gesunden Fetten und Eiweiß, aus dem Grund eben, dass wir nicht daher morgen den Blutzuckerspiegel nach oben bringen wollen. Genau, Ökotrophologin bin ich nicht. Fruchtzucker, genau, ist nicht so gut wie ein Fruchtzucker. Super, super, danke fürs Beantworten, voll cool. Wie viele Avocados ich empfehle am Tag? Gibt es keine Empfehlung. Ja, isst so viel du möchtest. Wenn du Bock hast, da mal einen Tag lang 2 Avocados zu essen, isst du 2. Wenn du eine halbe isst, isst du nur eine halbe. Wichtig halt wirklich, viel wichtiger, dass du wirklich in jeder Mahlzeit eine gesunde Fettquelle hast. Das kann eine Avocado sein, kann aber auch ein Olivenöl sein, kann ein Avocadoöl sein, kann was auch immer sein, was dir einfach schmeckt. Genau. Aktuell trinke ich morgens einen Eiweißshake. Morgens bin ich immer in Hektik. Skyr mit Beeren ist auch gut. Ich mag fast den griechischen Joghurt lieber, allein schon vom Geschmack. Und ja, weil es einfach, also ich bin voll der Fan vom griechischen Joghurt auf jeden Fall. Weil der ist fermentiert und dann hast du da nochmal, ja, also Milchprodukte, wenn es zu viel sind, quasi auch, also gerade auch Quark und Skyr, da muss man vielleicht bei Insulinresistenz manchmal ein bisschen aufpassen. Das ist auch bei jedem anders, aber da ist schon so, dass da vermehrt, wenn man sehr viel tatsächlich davon isst, schon die Insulinrezeptoren auch ein bisschen verstopfen können. Und da ist natürlich der griechische Joghurt die bessere Wahl. Da ist es ein bisschen anders, weil der fermentiert ist. Griechisch deswegen einfach, dass er weniger Zucker hat, ja, sondern und mehr Fett. Deswegen der griechische Joghurt bin ich ein Fan. Genau, aber wenn du beim Skyr bleiben möchtest, den gut verträgst, ist ja eine coole Sache.
schauen wir mal weiter im Thema. Ups, ich habe hier gerade mit meiner Flasche gesaut. Der schmeckt super, esse ich auch den griechischen Joghurt. Ja, cool. Genau. Ist ja auch immer cool, so die Abwechslung. Ich finde auch Mischen mal cool, ja. Einfach mal immer wieder ein bisschen anderer Geschmack, finde ich super. Tatsächlich bin ich von Quark auf den griechischen Joghurt umgestiegen. Kolle auch. Ja, perfekt. So war es bei mir auch. Ich glaube, ich bin wieder da. Ich hatte am Anfang auch mal Quark, dann habe ich Topfen genommen, den habe ich entdeckt, den fand ich so lecker. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, jetzt gibt es eigentlich nur noch griechischen Joghurt. Also, Punkt Nummer 1 war, wähle die richtigen Lebensmittel. Ich glaube, das haben wir jetzt geklärt. Was du dann eher einfach meiden solltest, ist, glaube ich, auch hoffentlich klar. Wir haben jetzt gesagt, mit dem Obst wirklich aufpassen, wenn am Ende der Mahlzeit als Dessert mal ein Stück Obst, Obst nie alleine nüchtern, auf nüchtern Magen isoliert, weil dann der Blutzucker richtig stark steigt, immer mit Fett und Eiweißen kombinieren. Schauen, dass du viel Gemüse isst, viel gesunde Fette, viel Eiweiß, das baust du in jede deiner Mahlzeiten ein. Hin und wieder noch ein paar gute Kohlenhydrate dazu und halt aber Dinge wie Gluten bzw. vor allem auch Weißbrot, Weizenprodukte, Pasta gehört dann natürlich dazu, aber auch Reis und Kartoffeln wirklich dann vorsichtig behandeln, ja, und nicht in jeder Mahlzeit eine große Portion mit dazu. Chunky Flavor bin ich jetzt persönlich kein Fan, da haben wir ja zum Beispiel auch Sucralose drin, dass ich es vielleicht noch sagen kann. Habe ich mir meinen Darm ganz schön kaputt gemacht damit. Und wenn ich tatsächlich Sucralose esse, muss ich sehr viel pupsen. Das möchte kein Mensch und das ist nicht schön, nicht angenehm. Ich habe halt früher auch im Fitnessstudio gearbeitet und hatte damals, als ich noch nicht so wusste, was in diesen Eiweißshakes und allem Zeug so drin ist, viel solche Sachen getrunken und auch viel so, ja, diese ganzen Eiweißriegel und so weiter, die du halt in diversen Fitnessstudios so kaufen kannst. Und da habe ich halt immer gemerkt, irgendwie, das tut mir gar nicht gut, bis ich drauf gekommen bin, das ist tatsächlich die Sucralose. Das heißt, ich lasse einfach alles weg oder esse nichts, wo Sucralose drin ist. Deswegen bin ich beim Chunky Flavor definitiv raus. Übrigens auch beim Backen. Sucralose ist giftig, wenn du damit backst, ja, in großen Mengen natürlich. Klar, wenn du einmal einen Kuchen damit backst, mit dem Chunky Flavor und dann selber nur ein Stück davon isst, bringt dich das natürlich nicht um. Das ist klar, die Menge, die Dosis macht das Gift. Aber ich würde mal halt darauf achten, hey, was ist in dem Zeug drin, was du zu dir nimmst? Und dann, wie gesagt, immer die Dosis macht das Gift. Von einmal sowas hernehmen ist natürlich noch nichts passiert, aber wenn du das halt tagtäglich mehrmals zu dir nimmst, würde ich mir dann schon überlegen, okay, möchtest du das Zeug einfach in deinen Körper haben? Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Also das war Punkt 1, wähle die richtigen Lebensmittel. Einfach um weniger Heißhunger zu haben, um den Körper vor allem auch mit allen Nährstoffen zu versorgen. Darüber, das haben wir noch gar nicht gesprochen, die er braucht. Genau. Und dann mein zweiter Tipp ist, achte auf versteckte Zucker. Das passt jetzt gut mit dem Chunky Flavor, mit der Sucralose. Es gibt so viel versteckte Zucker. Zucker hat so viele verschiedene Namen. Achte wirklich drauf, wenn du dir was kaufst. Vor allem auch, wie hat vorher jemand auch noch geschrieben, er oder sie trinken einen Eiweißshake am Morgen. An sich eine coole Sache, mache ich auch sehr gerne. Achte aber dann auch darauf, was im Eiweißshake drin ist. Ganz oft haben wir Eiweißshakes, da ist dann Maltodextrin drin oder Maltit, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich meine, das ist einfach, da kannst du auch Zucker essen, ja, weil dein Blutzucker steigt mit Maltit viel, viel stärker an oder mit Maltodextrin tatsächlich viel, viel stärker an als mit normalem Haushaltszucker. Maltit ist ein bisschen niedriger, das ist nicht so ganz so dramatisch, aber trotzdem nicht besonders gut und davon kriegst du auch wieder Heißhunger. Weil der Blutzucker, immer wenn der Blutzucker steigt, dann bekommst du an der tiefsten Stelle einfach wieder, wenn er sinkt, wenn er gesunken ist, wieder Heißhunger. Und von dem her wirklich aufpassen. Oder auch, wenn jemand hauptsächlich Whey-Protein trinkt, das gleich am Morgen. Whey-Protein hat auch eine recht hohe Insulinantwort. Da wird auch der Blutzuckerspiegel steigen. Das heißt, da wirklich darauf achten, wenn du ein Eiweißshake zu dir nimmst, dass du natürlich ein qualitativ hochwertiges Eiweiß hast, dass natürlich alle Aminosäuren abgedeckt sind, natürlich, aber auch, dass du darauf achtest, was mit drin ist und wirklich aufpasst, und versteckte Zucker meidest, ja, dass du erstmal lernst, was sind versteckte Zucker. Ich mache die nächsten paar Tage tatsächlich auch nochmal einen Post, habe ich schon vorbereitet, mit einer Liste von, ich weiß nicht, bestimmt über 20 Namen, wie Zucker noch heißen kann, ja. Und da gehört halt dann auch eben natürliche Süßungsmittel wie Honig, Agavendicksaft, all dieses Zeug,
schießt natürlich dein Blutzucker auch nach oben. Ja. Das ist auch keinen Deut besser als Zucker. Deswegen wirklich darauf achten und auch lernen, wie diese Dinge heißen, die versteckter Zucker sind, wie zum Beispiel eben Maltodextrin oder Maltit. Da gibt es so viele verschiedene Namen. Auch wenn du dir irgendwo was holst aus dem Supermarkt, wo vielleicht Keto draufsteht, wo mehr Eiweiß draufsteht oder High Protein, ist meistens, ja, in den ganz meisten Fällen, bei uns zumindest, was du kaufen kannst, nicht unbedingt so vorteilig, und es kann trotzdem sein, dass da was drin ist, was deinen Blutzucker steigen lässt. Das Einzige, was du nutzen kannst, ist Erythrit und Stevia und Mönchsfrucht. Das sind so die drei, die den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen, keine Insulinantwort hervorrufen und auch in deinem Darm keinen Rabatz anrichten. Ja, wir haben zum Beispiel gesagt, mit der Sucralose, es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass Sucralose deinen Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lässt. Also ich wage das zu bezweifeln, weil bei mir steigt, wenn ich sowas esse, schon der Blutzucker. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich kann es nicht bezeugen, oder ich kann es nicht beweisen, aber wenn ich so einen Riegel esse, wo angeblich eben kein Zucker drin ist, aber Sucralose drin ist, naja, habe ich auf jeden Fall einen Blutzuckeranstieg. So viel kann ich zumindest berichten. Was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas war noch. Genau, also achte, ja, Stevia, Erythrit und Mönchsfrucht sind die einzigen, die wirklich den Blutzucker nicht anheben, die auch keine Kalorien haben, die du wirklich nutzen kannst. Auch Achtung vor Birkenzucker. Ja, wird dir auch immer oft in den Himmel gelobt. Also Xylit zum Beispiel nutze ich auch nicht, weil auch da steigt der Blutzuckerspiegel an. Zwar nicht ganz so stark wie mit Haushaltszucker, aber trotzdem hast du einen Blutzuckeranstieg. Und der hat auch Kalorien. Das heißt, wenn ich schon auf Zucker verzichte, dann halt gescheit, oder? Also dann halt ganz oder gar nicht, weil sonst macht es irgendwie für mich sehr, 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 sehr wenig Sinn. Glycin von Natur aus süß. Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Übrigens, ganz, ganz wichtig, auch wenn du jetzt dir Frischkäse oder Proteinjoghurts oder was auch immer du dir kaufst, schau immer hinten drauf, was draufsteht. Ja? Je mehr Inhaltsstoffe natürlich in diesem Produkt, desto unnatürlicher ist es, ja, desto mehr verarbeitet ist es. Und Lebensmittel, die, sagen wir mal, pro 100 Gramm mehr als 10 Gramm Zucker haben, die würde ich dann auf jeden Fall meiden. Ja? Das wäre so mein Tipp Nummer 4 letztendlich schon, dass du sagst, alles, was über so 10 Gramm Zucker hat pro 100 Gramm, ist einfach zu viel, wenn du sagst, du möchtest auf Zucker verzichten. Ja? Und dann wirklich schau dir die Inhaltsangaben auf den Lebensmitteln an. Und wenn du dir denkst, ach, du holst dir einfach einen Frischkäse und da ist ja nichts drin, ist ja alles gut, dann schau wirklich, was drin ist. Da sind auch entweder versteckte Zucker oder Direktzucker oder einfach irgendwelche Dinge, die dir einfach nicht gut tun, die deinen Blutzucker ansteigen lassen oder dir sogar vielleicht auch tatsächlich schaden. Ja? Je mehr Konservierungsstoffe, also je länger diese Zutatenliste ist, auf einem Lebensmittel, auf der Rückseite des Lebensmittels, desto unnatürlicher ist es. Ja? Ich sage immer, hey, wenn du in den Supermarkt gehst, kauf einfach nur die Dinge, die deine Oma damals schon gekannt hat. Ja? Also wenn ich in den Supermarkt gehe, wahrscheinlich 80% in diesem Supermarkt, was es da zu kaufen gibt, ist für mich total uninteressant. Ist einfach total uninteressant, weil eben verarbeitet, weil Zucker, weil sehr viele unnatürliche Stoffe, die meinem Körper schaden, und die sind für mich gar nicht relevant. Also ich gehe in die Gemüseabteilung, vielleicht noch in die Obstabteilung. Ich gehe an die frische Theke, beziehungsweise wo es vielleicht Fleisch gibt oder Fisch. Und dann gehe ich da, wo es vielleicht Käse gibt, wo es vielleicht Feta sowas gibt, wo es einen griechischen Joghurt gibt. Das Zeug, das ist für mich super. Das nehme ich mit, aber alles andere, was du da in diversen anderen Gängen findest, das ist halt alles wirklich verarbeitetes Zeug, das dich auf Dauer, wenn du zu viel davon isst, natürlich krank machst. Und überall haben wir auch versteckten Zucker drin, ja. Das heißt, wirklich darauf achten, was drin ist. Und wenn du sagst, du möchtest mal einen Kuchen essen, du möchtest mal was Süßes essen, dann backst dir vielleicht auch einfach selber. Oder such dir wirklich Dinge, die du kaufst, die nur mit Stevia und Erythrit gesüßt sind. Bei uns finde ich das super, super schwierig, sowas zu finden. Erythrit ist halt immer teurer als Dinge wie Sucralose oder Maltodextrin oder Maltit. Deswegen findest du bei uns halt wenig solche
Lebensmittel, die damit gesüßt sind. Ich finde, in den USA ist es schon ein bisschen einfacher, in Mexiko ist es hier eigentlich auch ganz cool. Da findest du mal mehr. Ich habe zum Beispiel am Flughafen einen Eiweißriegel gefunden. Ich schaue normalerweise gar nicht auf die Eiweißriegel, weil ich weiß, da ist eh Zeug drin, das mag ich nicht und das tut mir nicht gut. Ich habe am Flughafen in, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es war Mexico City oder war es sogar noch in den USA. Ich glaube, es war noch in den USA. In Las Vegas war es, glaube ich, noch. Ein Eiweißriegel gefunden, der wirklich nur mit Erythrit und Stevia gesüßt war. Den habe ich dann auch gleich mitgenommen, weil ich mir dachte, so krass, sowas findest du bei uns im Supermarkt tatsächlich nicht. Ja, leider noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann. Hört sich nach Keto an, mache ich auch. Ja, heute geht es eher darum, um auf Zucker zu verzichten. Tipps gebe ich, wie du einfach auf Zucker verzichten kannst. Also nicht direkt Keto, aber ja, bei Keto hast du natürlich auch keinen Zucker, den du konsumierst. Du möchtest ja in Ketose bleiben, deswegen wer Zucker essen, würde dich natürlich aus der Ketose schmeißen. Genau. Was haben wir noch für Tipps? Also, wie gesagt, Erythrit, Stevia, Mönchsfrucht sind okay. Achte auf versteckte Zucker. Und als allerletzten, so jetzt, wenn du sagst, okay, du setzt das alles um, ja, achtest, welche Lebensmittel du isst, du achtest auf deinen Blutzucker, du hast gelernt, wie du blutzuckerkonform essen kannst, dann kannst du natürlich noch, was ganz viele meiner Kunden am Anfang machen, noch Dinge einsetzen, die dich unterstützen, wie zum Beispiel exogene Ketone. Die bringen dich tatsächlich in Ketose innerhalb einer Stunde, ohne dass du dich ketogen ernährst und ohne dass du fastest. Und die Ketone helfen dir im Prinzip, einfacher auf Zucker zu verzichten. Warum? Weil sie den Blutzucker senken, den Blutzucker regulieren, sie halten ihn von Haus aus schon stabiler. Wenn du dann dazu natürlich noch gesund isst und dich so ernährst, wie wir es vorher eben erklärt haben, mit der richtigen Wahl der Lebensmittel, dann hast du da schon wirklich die halbe Miete und dadurch, dass der Blutzucker gesenkt wird, hast du auch weniger Heißhunger. Weil ich habe es dir vorher erklärt, Heißhunger entsteht an der tiefsten Stelle deines Blutzuckers. Ja, er steigt, fällt dann wieder ab und an der tiefsten Stelle deines Blutzuckers hast du dann wieder das Gefühl, Heißhunger zu haben. Und wenn du jetzt aber was hast, dass dein Blutzucker reguliert, dass dein Blutzucker senkt, dass der gar nicht so weit ansteigt, dann ist es natürlich eine Riesenerleichterung. Und ich muss sagen, ich merke das selber, absolut kein Heißhunger mehr. Seit 2 Jahren, seit ich die Ketone trinke, ich kenne sowas gar nicht mehr. Und wenn ich doch mal irgendwie, neulich hatte ich ein Eis, dann habe ich schon gemerkt, so abends, boah, irgendwie wäre schon wieder nochmal irgendwie was Süßes geil oder nochmal ein Eis. Man hat dann einfach wieder mehr Heißhunger, man möchte dann wieder was essen. Wenn ich dann aber Ketone trinke, ist es halt einfach komplett weg. Und das berichten mir auch wirklich durch die Bank nach den ersten paar Tagen Kunden von mir, die starten mit den exogenen Ketonen, die sagen, es ist einfach phänomenal, weil ich kann so gut meine Ernährungsumstellung durchhalten oder viel leichter. Ich habe es viel leichter, weil ich einfach keinen Heißhunger habe. Der Heißhunger ist komplett weg und das schon nach den ersten paar Tagen, weil eben der Blutzucker reguliert wird. Datteln, gesund oder nicht? Das ist auch eine coole Frage. Es ist im Prinzip ein natürliches Süßungsmittel. Ist genauso wie Zucker. Ja? Also wenn du sagst, auf Zucker möchtest du verzichten, würde ich auch definitiv auf Datteln verzichten. Datteln haben wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Zucker und der Blutzucker schießt richtig weit ins All, wenn du Datteln bist. Also ich liebe Datteln, ich mag zum Beispiel Datteln in Kombination oder eine Dattel und ein Stück dunkles Stück Schokolade. Finde ich wahnsinnig lecker. Das ist ein ganz tolles Dessert. Aber mein Blutzucker, ich habe es gemessen, der steigt locker mal bis 160 hoch, wenn ich das mache. Obwohl ich vorher eine normale Mahlzeit gegessen habe. Obwohl ich vorher Ballaststoffe, Gemüse gegessen habe, gesunde Fette gegessen habe, Eiweiß gegessen habe. Und das dann als Dessert steigt trotzdem einfach noch so hoch an. Jetzt kannst du dir vorstellen, was dein Blutzucker machen würde. Hallo Anja, hallo Jasmin. Wenn du das auf nüchternen Magen essen würdest, wenn du einfach auf nüchternen Magen eine Dattel essen würdest, dann würde der bei mir wahrscheinlich noch viel stärker steigen. Ja? Das heißt, Datteln, Agavendicksaft, was es da alles gibt, Honig, ja, was oft ja auch Werbung dafür gemacht wird, ja, auf Zucker verzichten, aber so Zeug nehmen, total sinnfrei. Es macht einfach keinen Sinn, weil es trotzdem dein Blutzucker einfach richtig stark in die Höhe bringen lässt. Was mein Lieblingsfrühstück ist, fragt Jasmin. Schöne Frage. Also eigentlich keins, weil tatsächlich mein Lieblingsfrühstück, muss ich eigentlich fast sagen, sind schon die exogenen Ketone. Also ich bin ein Riesenfan vom Intervallfasten. Ich frühstücke sehr selten, außer ich habe mal wirklich irgendwie Hunger am Vormittag. Gestern, vorgestern kam es tatsächlich mal vor, da habe ich mir um 10, halb 11 einen griechischen Joghurt gemacht.
mit Beeren und ein bisschen Eiweißpulver, weil ich einfach total Hunger hatte. Und dann höre ich schon auf meinen Körper, aber meistens habe ich tatsächlich keinen Hunger. Und dann ist das eigentlich so mein Lieblingsfrühstück mit den exogenen Ketonen. Die geben mir Kraft, die geben mir Power, die geben mir Energie. Und kann ich super meine Arbeit machen. Mein Körper ist nicht damit beschäftigt, zu verdauen und muss da die Energie hinschicken. Aber was ich empfehlen kann, haben wir vorher schon gesagt, einfach ein Frühstück ohne Kohlenhydrate, nur mit gesunden Fetten und Eiweiß, zum Beispiel ein griechischer Joghurt mit Leinsamen, Hanfsamen, Beeren, aber auch jegliche Art von Eier sind super. Rühreier, Spiegeleier, Omelette, ein bisschen Gemüse dazu, vielleicht ein bisschen Käse rein, was auch immer dir gut schmeckt. Vorher hatten wir eine Dame, die sagt, sie frühstückt Eiweißbrot. Natürlich auch eine coole Sache, da wirklich wieder aufpassen, was da drin ist im Eiweiß. Genau. Wie oft esse ich dann am Tag? Zweimal meistens, ja. Ich habe dann zwei große Mahlzeiten, das reicht mir vollkommen. Aber wie gesagt, manchmal habe ich auch Tage, da esse ich tatsächlich dann dreimal, wenn ich recht Hunger habe. Welche Ketone, fragt die Luisa, kann ich empfehlen? Super Frage, ganz, ganz wichtig, dass es wirklich 100% bioidentische Ketonkörper sind. Das bedeutet, bioidentisch die gleichen, 1:1 die gleichen, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Und das sind wirklich nur RBHB-Ketone. Dafür steht RBHB für rechtssehendes Beta-Hydroxybutyrat. Völlig egal, das kannst du auch gleich wieder vergessen. Merk dir einfach RBHB, das muss draufstehen, denn nur diese Art von Ketonkörper sind 100% bioidentisch. Das sind die gleichen, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Und nur diese funktionieren auch. Das kannst du auch messen im Blut. Du kannst das Beta-Hydroxybutyrat, also das RBHB, kannst du tatsächlich im Blut nachmessen. Und dann kannst du auch sehen, dass du damit in Ketose kommst. Wenn du aber andere Produkte tatsächlich nutzt, die nur BHB inkludieren, also die kein RBHB drin haben, wirst du merken, also am besten mal messen und ausprobieren, wie es bei dir ist. Du wirst aber merken, du kommst damit nicht wirklich in Ketose. Das heißt, dein Ketosemessgerät wird ziemlich wahrscheinlich einfach nichts anzeigen, weil es immer Mischformen sind. Das heißt, du hast linksdrehendes und rechtsdrehendes rechtsdrehende Ketonkörper, also links- und rechtsdrehendes Beta-Hydroxybutyrat, und nur das rechtsdrehende bringt dich tatsächlich wirklich in Ketose. Also deswegen wirklich aufpassen, was du dir da holst. Wenn du eben eingibst auf Google exogene Ketone, wie gesagt, es gibt ganz viele Produkte, manche sind gar keine Ketone, das sind einfach nur MCT oder einfach nur meistens sind es irgendeine Form von MCT, hat absolut nichts mit Ketonkörpern an sich zu tun, die der Körper sonst herstellt. MCT sind mittelkettige Fettsäuren, die deinem Körper helfen, schneller selbst Ketonkörper zu produzieren, wenn deine Ernährung stimmt. Heißt, wenn du dich Low Carb ernährst oder wenn du dich ketogen ernährst, kannst du das als Unterstützung nutzen, aber das alleine wird dich halt nicht in Ketose bringen, wenn du trotzdem massig Kohlenhydrate tatsächlich isst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich würde die gerne mal ausprobieren oder zumindest mal mehr darüber erfahren, kannst du sehr gerne, egal jetzt auf welcher Plattform, in den Linktree in mein Profil gehen, der allererste Link. Dort kommst du direkt in mein WhatsApp. Ich schicke dir dann gerne mehr Infos zu den Ketonen. Ich schicke dir gerne den Shop-Link. Wir haben gerade ein cooles Angebot, 22% für Neukunden, rentiert sich gerade auf jeden Fall. Und da kannst du dich einfach noch mal ein bisschen informieren. Ich schicke dir dann einen Link, wo du wirklich Schritt für Schritt dich eintragen, durchklicken kannst und wirklich eine ganz tolle Übersicht hast, wie dich die exogenen Ketone am besten unterstützen, weil sie geben dir einfach alle Vorteile, die du auch hast, wenn du so in Ketose bist, wenn du über die Ernährung in Ketose bist. Sprich, und dafür musst du dich aber nicht ketogen ernähren, du musst nicht fasten dafür. Sprich, einfach mehr Fokus, mehr Energie. Das ist für mich so der Hauptgrund, warum ich täglich meine Ketone trinke, einfach weil ich Fokus und Energie damit habe. Das ist einfach Wahnsinn. So kann ich mich aufs Live konzentrieren. Ich habe, wie gesagt, am Vormittag, wenn ich nicht frühstücke, ich habe trotzdem anhaltende Energie. Du hast bis zu 4-5 Stunden dadurch einfach Energie ohne Crash danach. Ja, wenn du irgendwie dir einen Red Bull reinschiebst oder irgendeinen anderen Energy Drink, hast du auch vielleicht ein kurzes Hoch durch den Zucker und durch das Koffein vielleicht. Aber dann irgendwann crasht es halt. Und du hast wahnsinnig viel Kalorien und wahnsinnig viel Zucker in deinem Körper. Ja, und selbst wenn du einen Light Energy Drink nimmst, der keinen Zucker hat, dann hat der versteckten Zucker. Ja, so ist es leider. So ist es leider wirklich. Das ist super traurig, aber so ist es. Das heißt, diese exogenen Ketone eben, die RBHB-Ketone, können dir auch beim Zuckerentzug wahnsinnig gut helfen, weil sie dir den Heißhunger nehmen, wie ich vorher schon erzählt habe. Wie gesagt, das passiert schon nach wenigen Tagen. Bei meiner Mama war das am Anfang auch so. Sie hat auch gesagt, wow,
Also sie musste immer ein Stückchen Schokolade essen, ein Stückchen Kuchen zum Kaffee am Nachmittag. Sie hat immer irgendwie was Süßes noch gebraucht. Und es war jetzt, also mit den exogenen Ketonen hat sie das einfach nicht mehr, weil der Heißhunger einfach weg ist. Sie hat das einfach nicht mehr gebraucht. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Was dich auch am Anfang noch unterstützt oder grundsätzlich immer unterstützt beim Zuckerentzug, sind tatsächlich Elektrolyte. Also vor allem Kalium, Magnesium schwemmen wir sowieso mehr aus. Elektrolyte schwemmen wir mehr aus, wenn wir weniger Zucker essen. Es ist auch super spannend, Anja. Ich schau gleich deinen Kommentar an und auch die Kommentare hier auf TikTok. Ich ignoriere sie nicht. Gehen wir gleich alle zusammen durch. Ich mache nur noch den einen Gedanken mit den Elektrolyten zu Ende und dann schauen wir. Sorry, ich habe immer noch ein bisschen Husten. Und zwar, Elektrolyte schwemmst du mehr aus, weil wir Wasser verlieren. Wenn wir nicht so zuckerreich essen, danke für die Herzen, wenn wir weniger Zucker essen, wenn wir weniger Kohlenhydrate essen, bindet unser Körper auch weniger Wasser. Das heißt, wir haben weniger Wassereinlagerungen im Körper, was super ist. Das kommt einfach alles mal raus. Aber das bedeutet auch, dass wir mehr Wasser verlieren und dadurch auch mehr Elektrolyte verlieren. Und die müssen wir einfach wieder auffüllen. Vor allem eben Kalium, Magnesium und auch Salze, weil dein Körper braucht Salze und Elektrolyte, damit das Wasser in die Zelle kommen kann. Ja? Also wenn du dir vorstellst, das ist deine Zelle, das ist Wasser. Um nicht dehydriert zu sein, muss ja das Wasser in die Zelle. Damit dein Körper mit dem Wasser arbeiten kann, muss das Wasser in die Zelle. Und wenn du einen Elektrolytemangel hast oder wenn du einen Salzmangel hast oder beides, die meisten Menschen haben beides, kommt halt auch sehr wenig Wasser bis gar kein Wasser in der Zelle an. Dann kann es sein, dass du 3, 4 Liter Wasser am Tag trinkst, aber trotzdem krass dehydriert bist, weil einfach kein Wasser ankommt. Und deswegen unbedingt, wenn du dich Low Carb ernährst, wenn du dich Keto ernährst, wenn du auf Zucker verzichtest, wenn du dich gesund ernährst, unbedingt Elektrolyte auffüllen. Ja, also ich trinke zum Beispiel meine Elektrolyte ist immer hier mit in der Flasche drin, immer in Kombination mit den exogenen Ketonen trinke ich meine Elektrolyte einfach der Einfachheit halber, weil es einfach, ich muss da nicht dran denken und nochmal separat was trinken, sondern ich packe die immer, wenn ich Ketone trinke, zweimal am Tag, packe ich mir da meine Elektrolyte mit rein und gut ist gegangen. Also, die Anja sagt, wenn es mir hauptsächlich um die Schlafqualität geht, wie würdest du empfehlen, die Ketone über den Tag einzunehmen? Also, wie viel Tütchen, welche Zeit? Oder geht es auch, eine Tüte auf zweimal aufzuteilen? Also, Ziel ist ja, dass du mit den exogenen Ketonen in Ketose kommst. Und in Ketose kommst du definitiv, wenn du ein Beutelchen auf einmal nimmst. Ja? Also, nicht auf einmal auf Ex runterkippen, aber zumindest innerhalb einer Stunde das trinkst, damit du wirklich in Ketose bist. Bei manchen, die kommen auch mit einem halben Beutelchen schon in Ketose, müsste man individuell messen. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Aber auf Dauer macht es schon Sinn, das ganze Ding zu trinken. Wenn du es am Anfang nicht gut verträgst, weil du Durchfall bekommst, weil du auf der Schüssel landest, weil du was auch immer hast am Anfang, weil du es einfach nicht gewohnt bist, Ketonkörper im Blut zu haben, ist ja nichts anderes als auch eine krasse Entgiftungsreaktion, dann kannst du schon erstmal ein halbes Beutelchen nehmen. Ich empfehle das auch immer am Anfang, wirklich erstmal nur mit einem halben zu starten. Wenn das gut klappt, kannst du auf eins gehen. Aber wenn das bei dir gut klappt, Anja, hast du eigentlich keinen Grund, nur ein halbes zu nehmen. Dann nimm ein ganzes und dann würde ich für gute Schlafqualität natürlich abends vorm Schlafen das die Ketone trinken. Vielleicht auch abends erstmal, wenn du es noch nie vorm Schlafengehen genommen hast, erstmal mit einem halben. Weil bei mir war es am Anfang schon so, ich musste öfter noch aufstehen, wenn ich Ketone abends getrunken habe, weil es natürlich schon auch entwässert. Das heißt, ich habe am Anfang wirklich 1, 2 Wochen gebraucht, bis ich gut die Ketone abends trinken konnte, die ganze Flasche, das ganze Beutelchen, ohne dass ich aufstehen musste und in der Nacht aufs Klo musste. Das heißt, es kann ein bisschen Gewöhnungszeit, es kann ein bisschen dauern, bis du dich daran gewöhnst. Das heißt, erstmal ein halbes am Abend und wenn das gut geklappt hat und du durchgeschlafen hast, dann wird es super. Dann nimmst du am nächsten Tag einfach ein Ganzes. Und reicht eine halbe Stunde, vielleicht auch Stunde vorm Schlafengehen oder halt auch noch kürzer davor, ist auch in Ordnung. Weil Ketonkörper verlängern auch die Tiefschlafphase. Ja? Das ist das Besondere. Die Tiefschlafphase wird wirklich nachweislich verlängert, wenn du Ketone im Blut hast. Und das ist halt eine sehr, sehr coole Sache, gerade für Menschen, die keinen guten Tiefschlaf haben, die generell keinen guten Schlaf haben, die wahnsinnig schlecht schlafen. Um da einfach macht auch dann wieder einen schlechten Blutzuckerspiegel. Bei Zuckerentzug oft auch das Problem, dass man erstmal nicht so gut schläft, weil der Körper ja dann auch in den Fettstoffwechsel wechselt. Es klappt vielleicht am Anfang noch nicht so gut, wenn alle Speicher aufgebraucht sind an Zucker und Kohlenhydraten.
Und wenn du dir dann da als Unterstützung abends einfach die Ketone nimmst und die Elektrolyte mit dazu, dann ist das wirklich auch schon die halbe Miete. Was haben wir eigentlich noch für Vorteile, wenn wir in Ketose sind? Das mache ich noch schnell fertig. Habe ich vorher gar nicht weitergeredet. Ich habe gesagt, Fokus und Energie, da bin ich dann abgeschweift, weil das sind so wirklich meine zwei Hauptbenefits. Aber auch natürlich eine erhöhte Fettverbrennung mit gleichzeitigem Muskelschutz, besseren Schlaf, bessere Haut, bessere Verdauung, aber auch Blutzuckerregulierung, weniger Entzündungen. Und auch Muskelschutz. Also ich liebe die Ketone auch wegen dem Muskelschutz. Ich finde sie wahnsinnig genial. Und ich habe jetzt in 2 Jahren ungefähr 6 Kilo zugenommen, aber weil ich Muskeln aufgebaut habe. Und mein Training ganz normal weitergemacht. Meine Ernährung war vorher auch schon recht gut und eiweißreich. Aber das habe ich wirklich zum Glück den Ketonen tatsächlich zu verdanken. Ich hatte auch mal eine OP an den Augen, wo ich tatsächlich 4 Wochen gar kein Krafttraining gemacht habe, mich sehr wenig bewegt habe und ich habe in dieser Zeit nicht 1 Gramm Muskelmasse verloren. Und das war für mich so der Moment, wo ich wirklich verstanden habe, was es bedeutet, wenn du regelmäßig Ketonkörper im Blut hast, wie krass sie einfach deine Muskelmasse schützen können. Also das ist richtig, richtig, richtig genial. Und Thema Entzündungen, die reduziert werden, ist natürlich auch super spannend, gerade auch beim Thema Insulinresistenz, auch wenn du auf Zucker verzichten möchtest. Zucker macht massiv Entzündungen im Körper, ja, das wissen hoffentlich die meisten. Und wenn du da dann einfach noch was hast, wenn du doch hin und wieder einfach mal Zucker isst oder doch mal Gluten essen möchtest, doch mal auch Soja essen möchtest oder so oder alles andere, was einfach dein Körper entzündet, sagen wir es mal so, und du dann was hast, wo du eben ein bisschen gegenwirken kannst und du täglich was hast, wo du einfach deine Entzündungen reduzieren kannst, indem dass du es einfach trinkst in Form von exogenen Ketonen, ist das natürlich eine sehr coole Sache. So, jetzt schauen wir mal noch, was auf TikTok noch für Kommentare kamen. Ich glaube, es waren gar nicht so viele. Es waren mehr so Benachrichtigungen, dass Leute beigetreten sind. Wie viele Jahre in Keto-Diät? Also wie gesagt, ich mach gar kein Keto. Ich mache es, wenn dann zyklisch und baue hin und wieder schon gute langkettige Kohlenhydrate ein. Ich esse nicht wahnsinnig viel Kohlenhydrate. Wenn ich welche esse, setze ich sie klug ein, sprich ans Ende der Mahlzeit. Und nie isoliert auf nüchternen Magen. Aber strikt Keto mache ich tatsächlich nicht. Welche Elektrolyte kannst du einem Hersteller empfehlen? Alex, ich nehme die gleichen Elektrolyte wie auch wie bei den exogenen Ketonen. Die Firma heißt Pruvit. Wie gesagt, der Link steht mein Profil, der allererste Link, der führt zu mir. Ich schicke dir dann super gerne erstmal noch mehr Infos dazu und auch gerne den Shop-Link, wenn du sie ausprobieren möchtest oder wenn du in dem Fall nur Elektrolyte bestellen willst, auch kein Thema. Dann kriegst du das gerne über den Linktree in meinem Profil, der allererste Link. Wie alt ich bin, dürft ihr gerne mal schätzen. Also könnt ihr jetzt mal hier reinschreiben, wie alt du denkst, dass ich bin. Machen wir mal ein kleines Ratespiel, ein bisschen Interaktion. Aber es ist ein Supplement. Was meinst du? Achso, ich scroll nach oben. Nur MCT-Öl im Kaffee zum Beispiel. Genau, ist es ein Supplement? Naja, klar. Also alles, was du zusätzlich nimmst, kann man als Supplement bezeichnen. Genau, MCT-Öl im Kaffee mag ich auch gerne. Bringt dich aber, wie gesagt, auch nur in Ketose, wenn deine Ernährung entsprechend stimmt. Hier Marcel und dein Mann und ich, dein Mann und ich, mein Mann und ich ernähren uns seit März ketogen. Er hat schon 8 Kilo abgenommen. Cool, ja, das ist natürlich eine coole Möglichkeit. Mit Keto kann man definitiv auch Gewicht reduzieren, weil du natürlich auch auf Zucker verzichtest. Ja, also wenn du dich ketogen ernährst, hast du automatisch deinen Zuckerverzicht, kannst einen Haken drunter machen. Geht es hier um Industriezucker oder Fruchtzucker? Um beides. Ja, auch der Fruchtzucker schießt deinen Blutzuckerspiegel in die Höhe. Übrigens, Fruchtzucker ist teilweise auch Industriezucker. Ja, also die klassische Fructose sozusagen, die ja in ganz vielen Lebensmitteln leider mit drin versteckt ist, ist definitiv auch quasi industrielle Fructose. Aber auch der Fruchtzucker, den du jetzt wahrscheinlich meinst, im Obst. Auch der schießt deinen Blutzucker nach oben und auch da würde ich wirklich den mit Vorsicht genießen. Wie gesagt, ein Stück Obst, das spricht jetzt dagegen, ans Ende der Mahlzeit Eis sehr setzen, damit der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Nie Obst alleine isoliert auf nüchtern Magen und auch nicht unbedingt morgens, weil sonst steigst du einfach schon morgens auf die Blutzuckerachterbahn auf. Nimm ich Ketonkörper zu dir? Fragt Snettchen, fragt die Alex. Okay. Ich lese gerade noch Kommentare, nicht, dass ich was übersehe. Wozu soll ich das einnehmen, wenn ich schon in Ketose bin? Das ist eine coole Frage. Fragen sich tatsächlich viele, wie
warum sie dann noch zusätzlich Ketone nehmen soll, ich würde es einfach ausprobieren. Du wirst wahrscheinlich merken, die meisten, die sich schon ketogen ernähren, erstmal die Frage, kommst du überhaupt mit deiner ketogene Ernährung in Ketose? Hast du schon jemals gemessen, ob du in Ketose bist? Das wäre so der erste Schritt, weil ganz viele Menschen ernähren sich ketogen, die sind einfach mal nie in Ketose. Das ist halt super schade, weil ich mir denke, so, warum dann der ganze Quatsch, wenn es eh nicht klappt? Das heißt, letztendlich musst du erstmal deinen Körper keto adaptieren sozusagen. Er muss sich gewöhnen an die Ketose. Er muss lernen, wieder in den Fettstoffwechsel zu wechseln. Wenn es bei dir gut klappt und du in Ketose bist, jeden Tag über deine Ernährung, herzlichen Glückwunsch, super cool. Das schaffen tatsächlich die wenigsten am Anfang. Aber dann wirst du merken, und das berichten mir ganz viele Kunden, die tatsächlich sich ketogen ernähren und mit den exogenen Ketonen starten, dass du einfach nochmal einen Ticken mehr Energie hast, einen Ticken mehr nochmal besser drauf, einen Ticken besser auch noch schläfst und solche Geschichten. Das heißt, es ist nochmal on top ein cooler Booster und ein cooler Katalysator. Plus, du hast halt auch nicht so diesen Stress den ganzen Tag, dass du immer nur Dinge essen kannst, die dich nicht aus der Ketose schmeißen. Das heißt, wenn du mal essen gehst und dann ist aber im Salatdressing irgendwas drinnen oder du erwischst irgendwas, wo du halt einfach nicht mehr Ketose wärst und aber dann mit den exogenen Ketonen kannst du tatsächlich dagegen wirken und dann halt, wenn du die trinkst, bist du nämlich immer in Ketose, ja. Aber klar, du trinkst die Ketone, hast sie im Blut, bist deswegen in Ketose, ja. Der Fettstoffwechsel, also die Ketogenese, die startet wirklich erst, wenn du dich ketogen ernährst, wenn du fastest, also wenn du alle deine Speicher geleert hast und der Körper selbst anfängt, Ketonkörper zu produzieren. Da muss man wirklich unterscheiden, weil es gibt auch hier so Kandidaten, die erzählen auf diversen Plattformen, dass du wirklich, wenn du exogen Ketone trinkst, in der Fettverbrennung bist. Und das ist halt einfach nur Käse. Das stimmt nicht. Genau. Der Link geht immer noch nicht, Saskia. Was machen wir dann mit zwei? Ich würde sagen, Saskia, du musst einfach rüberkommen auf Instagram. Schreib mir einfach deine Nachricht und dann kriegst du die Infos auf jeden Fall. Aber ich freue mich voll, dass du wieder im Live dabei bist. Voll cool, voll cool, voll cool. Das mit dem Link, vielleicht muss ich doch mal meine Handynummer da oben reinschreiben. Aber ich finde das halt irgendwie auch so total unsexy, wenn ich da meine Handynummer oben reinmache. Das ist irgendwie auch hässlich. Naja, aber das mit dem Link ist echt, ist nicht schön. Grüne Apple Sauer habe ich neulich gehabt. Grüne Apfelketone, super lecker. Ein grüner Apfel, ist jetzt die Frage, ob das zu Keto passt. Naja, ein Apfel schießt deinen Blutzucker in die Höhe, auch wenn er grün ist. Ja, einfach mal messen, was dein Blutzucker macht, dann weißt du es. Und auch messen, ob du damit dann aus der Ketose fällst. Die meisten vermutlich, ja. Welche Firma nutzt du an exogenen Ketonen? Genau, haben wir schon gesagt, die Firma heißt Provit. Die einzige Firma, die es wirklich geschafft hat, 100% natürliche, bioidentische Ketonkörper tatsächlich herzustellen. Ob ich Kaffee trinke? Ja, Jasmin ist super neugierig. Finde ich cool. Ich trinke Kaffee und zwar nur koffeinfrei, weil auch Koffein steigt meinen Blutzuckerspiegel in die Höhe, was ich nicht so toll finde. Ja, okay, jetzt muss ich wieder in eine andere Richtung scrollen. Ich muss mal ein größeres TikTok-Handy hinzulegen. Bei akutem Herzrasen würde ich deinen Arzt aussuchen. Definitiv, das kann viele Gründe haben. Gemüse jetzt teurer, gibt es Alternative? Also ich würde halt immer sagen, beim Essen ist das Wenigste, wo ich spare. Also ich gebe dann lieber mehr Geld für gutes Essen aus und kaufe mir ein paar Schuhe weniger und eine Tasche weniger. Wie viel Geld hast du selber schon ausgegeben und hast eingenommen? Keine Ahnung. Das müsste ich nachschauen. 5, ach, ihr seid ja süß. Haha, geil. Ich bin tatsächlich nicht 28 und ich bin auch nicht 25. Ich gebe euch noch eine Chance. Also genau, wir wollten ihr raten, wie alt ich bin. Also super gerne gleich mal hier in die Kommentare reinschreiben. Instagram ist super, 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 super ruhig heute, aber ist okay. Es ist ja auch mitten am Tag, mitten am Nachmittag in Deutschland. Schreibt mal rein, wie alt du denkst, dass ich bin. Und dann löse ich das nachher auf. Kann ich den Link auch hier senden? Der Link geht immer noch nicht. Nee, ich glaube, das geht nicht, weil wenn er da... Also ich glaube, es liegt an TikTok, dass der halt einfach meinen Link nicht unterstützt irgendwie. Das heißt einfach, wie gesagt, Saskia, du findest mich auf jeder Plattform, auf jeder Plattform. Nutzt einfach eine andere Plattform und kommst zu mir. Okay. Cool. Ich glaube, ich bin durch eure Fragen. Also wenn es jetzt noch Fragen gibt. Okay, 34... sagt die Alexandra und die Florentina 33. Es ist schon mal näher dran. Die Leute, wer werden schon besser? Okay, 40, das ist jetzt eine Beleidigung. Das habe ich jetzt übersehen.
Nein, tatsächlich werde ich jetzt dann bald werde ich 36. Genau. Also das waren jetzt heute meine Tipps, wie du einfach und entspannt auf Zucker verzichten kannst. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Also wähle die richtigen Lebensmittel, lerne blutzuckerkonform zu essen, lerne deinen Blutzucker kennen, was der Blutzucker mit diversen Lebensmitteln macht. Kannst du übrigens einfach auch messen mit einem kontinuierlichen Glukosesensor, den du dir einfach für 2 Wochen in den Arm implantierst sozusagen. Mit dem kannst du alles machen, mit dem kannst du, du kannst damit duschen, du kannst damit Sport machen, du kannst damit in die Sauna, das stört gar nicht. Und du hast halt einfach im Prinzip eine Live-Messung deines Blutzuckers über dein Handy, was mit diversen Lebensmittel mit deinem Blutzucker machen. Du siehst auch in der Nacht, was dein Blutzucker macht, ob du vielleicht in den Unterzucker fällst. Also super, super spannend. Also wie gesagt, immer Gemüse, 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 Salat, Ballaststoffe, gesunde Fette und Eiweiß. Das sollte wirklich Hauptbestandteil jeder deiner Mahlzeiten sein. Gute langkettige Kohlenhydrate kannst du noch zusätzlich einsetzen, eher tendenziell ans Ende der Mahlzeit, damit der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Auf versteckte Zucker achten, ja, dass du wirklich lernst, was ist versteckter Zucker. Die nächsten paar Tage gibt es da noch einen Post, auch auf Instagram und auf Facebook dazu, dass du einfach dir vielleicht das dann abspeicherst und wirklich dann immer, wenn du unsicher bist, nochmal nachschaust, steht das auf der Liste, ist das okay, ist das nicht okay. Erythrit, Stevia, Mönchfrucht sind die einzigen, die wirklich deinen Blutzucker nicht erhöhen, die keine Insulinantwort hervorrufen, auch keinen Rabatz im Darm anrichten. Und als letzten Tipp tatsächlich, der war Elektrolyte und exogene Ketone mit einsetzen, um deinen Heißhunger zu verringern, um dir den Zuckerentzug einfach leichter zu machen. Und dann wirst du auch merken, du brauchst das Zeug einfach gar nicht mehr. Also für mich ist es jetzt nicht mehr so, ich verzichte immer noch auf Zucker, sondern ich mache das total unbewusst. Ich mache das ist für mich normal. Also ich esse einfach sehr selten Zucker. Also dass ich mal ein Eis esse oder einen Kuchen oder eine Torte, das einfach, wo Zucker drin ist, wo mein Blutzucker richtig ins All schießen lässt, ist wahnsinnig selten der Fall, weil ich halt einfach merke, dass es mir absolut nicht gut tut. Das gleiche ist auch bei Pasta. Ja? Ich habe früher ganz viel Nudeln gegessen. Ich bin damit aufgewachsen. Bei uns gab es immer Nudeln, überall dazu. Mittlerweile gar nicht mehr. Wenn ich jetzt einen Teller Nudeln esse, dann kriege ich Zustände. Ja? Und da kannst du einfach auch merken, so ein Mindset-Shift machst du da dann tatsächlich auch durch und wirst merken, was deinem Körper wirklich gut tut, und die Dinge, die dir nicht gut tun, die lässt du dann einfach freiwillig und sogar sehr gerne weg. Jetzt haben wir noch eine Frage, wie viel braucht jede Person pro Kilogramm an Protein? Das war eine coole Frage. Die meisten nehmen natürlich viel zu wenig Proteine zu sich. Du solltest unbedingt schauen, dass du bis zu 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst. Ja? Man sagt Frauen so 1,3, Männer 1,6. Bis 2 ist alles super. Recht für mir über 2 muss dann auch gar nicht sein. Hilft dann auch nicht mehr zusätzlich. Eiweiß ist der Baustein, also Proteine sind die Bausteine unseres Körpers. Ohne dem kann nichts funktionieren im Körper. Ohne das kann nichts neu gebildet werden. Das heißt, Eiweiß ist wahnsinnig wichtig. Bau wirklich in jede deiner Mahlzeiten eine Portion Eiweiß mit ein, und eine Mahlzeit ohne Eiweiß ist für mich keine Mahlzeit. Punkt. Ja, das ist wirklich einfach Fakt. Das heißt, wenn du sagst, du kannst über die Ernährung das nicht decken, dass du genügend Eiweiß isst, musst du natürlich mit Proteinshakes arbeiten, da wieder aufpassen, was da drin ist. Ja, versteckter Zucker, Ausrufezeichen. Hochwertiges Protein soll es natürlich auch sein, und ich mache es mir ganz einfach. Ich bin total faul. Ich supplementiere einfach essentielle Aminosäuren. Ich esse jeden Tag. Das sind so kleine Pellets, sind 8 Stück, die nehme ich jeden Tag, zur Normalzeit meistens dazu. Und dann habe ich alle essentiellen Aminosäuren. Essentiell bedeutet, die kann der Körper nicht selbst herstellen. Die sind essentiell, die sind nötig, die sind lebensnotwendig. Und die musst du extern zuführen. Die musst du dir quasi, die musst du deinem Körper extern zuführen. Durch die Ernährung eben. Und viele schaffen es eben nicht über die Ernährung. Und selbst wenn du viel und gut Eiweiß isst, hast du wahrscheinlich trotzdem in deinem Aminosäurenprofil irgendwo Mängel an essentiellen Aminosäuren, weil du das gar nicht alles gut abdecken kannst. Deswegen, ich tue es mir halt einfach, ich mache es mir total leicht. Ich supplementiere eben die essentiellen Aminosäuren, und dann weiß ich halt, okay, ich habe halt nicht jeden Tag den Stress, dass ich genügend Eiweiß esse. Mein Körper ist trotzdem versorgt mit allen essentiellen Aminosäuren, die er braucht. Perfekt. Also, wenn du jetzt sagst, das war spannend
und ich habe leider die Hälfte verpasst oder wie kann ich wirklich auf Zucker verzichten, dann schau gerne das Video einfach nochmal im Nachgang an. Komm gerne auf Instagram, dort speichere ich es ab als IGTV. In meinem Feed ist es dann zu sehen, ich werde es auch in meine Story teilen und gerne auch eure Leute drunter verlinken, wenn du sagst, Mensch, hier habe ich was gelernt. Da war Mehrwert für mich dabei, da war was Neues für mich dabei. Wie kann ich wirklich auf Zucker verzichten? Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die sich das fragen, was man Schritt für Schritt einfach machen kann, um es sich leichter zu machen. Dann verlinke die Leute gerne unter das Live und ich freue mich natürlich, wenn du mir noch ein Herz da lässt, wenn ich es nachher gleich abspeichere oder wenn du mir folgst, falls das noch nicht passiert ist. Genau. So ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bei euch ist ja noch Tag, bei euch ist ja noch Nachmittag, also kann man euch noch Tag wünschen, beziehungsweise früher abends. Bei uns ist es jetzt erst 11, also ich bin ja hier in Mexiko. Das heißt, morgen wieder gleiche Zeit, beziehungsweise ähnliche Zeit, wahrscheinlich ein bisschen später. Ich mache das immer spontan. Kündigst, wenn ich es schaffe, in meiner Story an. Und ansonsten sehen wir und hören wir uns wieder morgen. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen. Ciao!